Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsgeschichte. Eine Zeitreise in das Jahr 1968. Vor 55 Jahren, als ich, der kleine, 8-jährige Michael, Weihnachten, die Weihnachtszeit erlebt habe, schauen wir uns einen Abend nach dem ersten Advent an. Viel Freude. Weihnachtszeit. Süßer die Glocken nie klingen. Oder das goldene Ching-Ding. Ein kleiner 8-jähriger Junge streift allein durch die Straßen, um die Häuser. Es ist dunkel, es ist nass, es ist kalt. Und es ist schön. Er fühlt sich wohl. Schön? Wieso schön? Das hört sich aber gar nicht so an. Ja, kaum zu glauben, oder? Und doch war es so. Wieso ich mir so sicher bin? Nun, dieser kleine Junge war ich. Diese Erinnerungen aus einem scheinbar anderen Leben erfreuen mich noch heute. Echt? Oh ja, oh ja. Wie ich mit sehr wenig sehr viel besaß. Wie ich im Kleinen große Freude fand. Ja, mehr noch, wie ich allein in mir und aus mir selbst heraus Lebensfreude und Zufriedenheit fand, ohne dass ich sie suchte, ohne dass ich um diesen Schatz wusste. Schatz, Schatz, Schatzsuche? Oh ja, erzähl bitte von diesem Schatz. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Sofort. Jetzt. Na gut, dann gehen wir halt auf Schatzsuche. Gehen wir halt jetzt auf Schatzsuche. Wann auch sonst. Weihnachten 1968. Süßer die Glöckchen nie klangen. Von der Magie des goldenen Ching-Ding. Der kleine Michael streift allein durch die dunklen, kalten, nassen Straßen. Er ist allein, denn seine Spielkameraden sind schon längst nach Hause gegangen. Ihre Eltern bestanden darauf, dass ihre Kinder mit der einsetzenden Dunkelheit nach Hause kamen. Und das taten sie auch. Meist. Ich musste nicht mit dem Dunkelwerden nach Hause kommen. Warum nicht? Warum nicht? Weil keiner bei mir zu Hause war. Unser Zuhause war leer. Obgleich wir 5 Kinder waren. Meine Eltern waren schon seit Jahren geschieden und ich wohnte mit meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester zusammen. Meine beiden älteren Geschwister, die ich noch nie so richtig kennengelernt hatte, mussten nach der Trennung unserer Eltern ins Kinderheim. Mein jüngster Bruder war schon früh mit 1 Jahr gestorben. Und meine jüngere Schwester war heute bei ihrer Großmutter.
Wo war denn deine Mutter? Wo meine Mutter war? Meine fleißige Mutter mühte sich von früh bis spät. Zwei Kinder, Haushalt und 4 bis 5 Putzstellen, damit wir eine größere Wohnung zugewiesen bekamen. Denn das war die Voraussetzung dafür, dass ihre ältesten Kinder, meine älteren Geschwister, wieder nach Hause kommen durften, das Heim verlassen durften. Ja, Mutter mühte sich von früh bis spät, aber diese Mühe ließ sie uns Kinder niemals erkennen. Für uns war es eben, wie es war. Mutter war nicht zu Hause, sie war halt auf der Arbeit. So kannte ich es und so war es. Erst viele, viele Jahre später begriff ich, welche Kraft meine Mutter aufgebracht haben muss, um das alles zu bewerkstelligen. Und wie liebevoll weise es von ihr war, uns diese Last nicht spüren zu lassen, diese Last nicht auf uns zu übertragen. Nie hatte ich das Gefühl des scheinbaren Defizits gegenüber anderen Familien gegenüber. Ich hatte das Gefühl der Geborgenheit und spürte die Liebe meiner Mutter. Größter Preis, niedrigster Preis. So strich ich unbeschwert um die abendlichen, nächtlichen Häuser. Hier und da, Fenster erleuchtet, ging ich über die große Wiese und brach mir am Busch einen Zweig ab und übte mich im Schwertkampf und ging mit meinem Stock auf die große Mauer zu. Diese Mauer, vielleicht 1,80 Meter hoch, aus meiner kindlichen Sicht deutlich höher, und ihre Verlängerung, ein mehrere Meter hoher Zaun, trennte die Wohnblocks der Kuhlenstraße von den gut situierten Familienhäusern mit eigenem Garten und von der Bäckerei Redeker an der Rodenbecker Straße. Diese Mauer war mir sehr vertraut. Sie war eine willkommene Abkürzung zum Bäcker oder zur Telefonzelle, die auf der anderen Seite der Mauer an der Rodenbecker Straße lag. Ein kurzer Anlauf und hopp, rauf und rüber. So landete ich im nächtlichen Garten der Bäckerei Redeker. Ich schlich mich am Haus vorbei, folgte der großen Rampe der Ausfahrt nach oben bis zur Rodenbecker Straße. Dort lag zur rechten die Bäckerei und zur linken der Blumenhändler Hamening. Und quer über die Straße die Drogerie. Ich versierte die Drogerie an, genau gesagt das Schaufenster der Drogerie. Das Schaufenster mit leichtem Weihnachtsschmuck geschmückt, halb dunkel, halb hell, lud mich zum Spielen ein. Größter Preis, niedrigster Preis. Ein Spiel, das ich schon oft mit meinen Freunden an verschiedenen Schaufenstern gespielt hatte. Jetzt spielte ich es eben für mich allein. Größter Preis, niedrigster Preis. Zwei Prädikate.
Erst galt es, den höchsten Preis zu suchen. 2,99 D-Mark, vielleicht etwas weiter oben, in Augenhöhe. Ah, 4,99 D-Mark, absoluter Favorit. Dann suchte ich das Schaufenster weiter ab und 4,99 erhielt den Zuschlag zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Gratulation, höchster Preis. Jetzt galt es, den niedrigsten Preis zu finden. Inzwischen trat ich auf der Stelle hin und her, um meine kalten Füße zu erwärmen. Aber sie waren im Moment nicht von großer Wichtigkeit. Ich hatte gerade etwas viel Wichtigeres zu tun, als meine kalten Füße zu beachten. Denn jetzt ging es nämlich um den niedrigsten Preis. Niedrigster Preis, okay, 1,99 D-Mark, unter 2 D-Mark, gut, mal gucken, und da 1,42 D-Mark, ungewöhnlich, eine 42 und nicht eine 9 am Ende, gut, guter Preis, schauen wir mal weiter, so suchte ich Gedanken verloren weiter. Und da, in der Ecke, 79 Pfennig. Ja, das war der absolute Hammer. Okay, jetzt, wo ich die beiden besonderen Preise gefunden hatte, bekamen plötzlich meine kalten Füße doch eine Wichtigkeit. Und ich dachte mir, oh, okay, ab nach Hause. In die Wärme. Zu Hause, das goldene Ching-Ding. So sprang ich frierend, aber zufrieden über die Mauer und stand Minuten später im Hausflur vor unserer Wohnungstür. Schnell aufgeschlossen. Unsere Wohnung war dunkel, leer und kalt. Das klingt aber nicht sehr schön. Stimmt. Und doch war alles gut. Ich war zu Haus. Ich wusste, dass meine Schwester heute bei ihrer Großmutter schlief und dass meine Mutter heute noch eine späte Putzstelle hatte. Na, und so kannte ich es und so war es. In unserer kleinen Wohnung hatte ich schließlich alles, was ich jetzt brauchte. Sicher, die Wohnung war kalt und das zur Winterzeit. Wir hatten einen Ofen, einen Kohleofen, der stand im Wohnzimmer. Aber wir hatten keine Kohle für die Kohle. Und so blieb der Ofen kalt. Das bisschen Kohle, die Briketts, die wir noch hatten, die haben wir uns aufgehoben, um das Duschwasser zu erwärmen und für die Adventssonntage und natürlich für das Weihnachtsfest. Aber so war Heizen im Moment nicht angesagt. Aber mir war trotzdem kalt und so ging ich direkt in die Küche, füllte den Wasserkessel und stellte ihn auf den Gasherd. Mit großen Augen ging ich gedankenverloren zum wunderschön zugefrorenen Küchenfenster. Oben auf der Fensterscheibe sah ich wunderschön gefrorene, glitzernde Schneeflockensterne. Und in der Mitte und unten waren Berggipfel aus Eis gewachsen, die bis zur Mitte des zweiflügeligen Fensters an Höhe gewannen. So nahm ich meinen warmen Finger, schmolz hier und da einen Eisgiebel ab und manchmal nahm ich auch meinen Fingernagel. Damit konnte man super gut Eisgipfel abschneiden.
Die abgetrennten Eisgipfel schob ich über das Fenster, ordnete sie neu an oder schob sie so lange hin und her, bis das Schmelzwasser in die kleine Holzrinne unter den Fensterflügeln tropfte. So schuf ich eine neue Berglandschaft, bis der Wasserkessel pfiff. Okay, noch schnell diesen einen Gipfel und zu spät. Mit einem Flop flog der pfeifende Deckel des Wasserkessels durch die Luft und landete klappernd auf dem Gasherd. Das Wasser dampfte fröhlich heiß aus dem Kessel. Ich bereitete mit meinen leicht angefrorenen Fingerspitzen einen schönen heißen Pfefferminztee. Und es war ja gar nicht so, dass wir keine Heizung hatten. Denn ich hatte meine Hightech-Wärmflasche. Eine wundervoll kuschelwarme Wärmflasche mit zwei verschiedenen Seiten. Die eine glatt und super heiß, die andere mit kleinen Lamellen für den Sofortgebrauch. Quasi eine Heizung mit zwei Heizstufen. Ich schob sogleich die Wärmflasche unter meinen Pulli und nahm den Tee auf den Wohnzimmertisch. Auch ein Hightech-Tisch mit einer Kurbel zum Höheverstellen. Jetzt noch unsere neue und einzige Weihnachtsschallplatte, eine LP. Eine Langspielplatte. Ja. Aufgelegt. Diese Langspielplatte hieß Weihnachten mit Heintje. Oh, wie habe ich diese Platte geliebt. Ich habe sie rauf und runter und wieder runter und rauf gehört, wenn das überhaupt geht. Heintje und ich waren ungefähr im gleichen Alter. Wir waren ein tolles Team. Und ich war quasi sein Flügelmann. Wenn er lossang, bewegte sich in mir tiefe Freude und sogleich sang ich lauthals mit. Was für eine herrlich klare Stimme! Er sang mit so viel natürlicher Inbrunst, wie es vielleicht nur Kinder können. Das war wunderschön. So schallte Heintje durch das Zimmer, meine Wärmflasche wärmte und wie der Tee duftete. Ich zog sogleich meine Schuhe aus, rauf aufs Sofa und runter unter die schöne alte Kuscheldecke. Oh, ja, und vor mir auf dem Tisch, da stand es. Das goldene Ching-Ding. Ja, das goldene Ching-Ding. Denn endlich war die Adventszeit gekommen. Vor 2 Tagen erst hatten wir den ersten Advent. Noch so lange bis Weihnachten. Aber ich konnte heute schon die erste Kerze entzünden. Das kleine Ching Ding, das kleine goldene Ching-Ding wartete schon darauf. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Teil, so um den 2. Advent herum. Möge jeder Tag, möge jedes Türchen an eurem Adventskalender euch Freude bereiten. Ja, Weihnachtszeit und das kleine goldene Ching-Ding. Weihnachten 1968.
Süßer die Glöckchen nie klingen. Das goldene Ching Ding. Zweiter Teil. Geschrieben und gesprochen von Michael Schönbeck. So saß ich eingekuschelt auf dem Sofa in freudiger Aufregung. Vor mir auf dem Tisch, auf dem höhenverstellbaren Tisch, lag eine Streichholzschachtel und stand eine Untertasse für das abgebrannte Streichholz. Und direkt vor mir stand es, das kleine goldene Ching-Ding. Ihr wollt wissen, was das goldene Ching-Ding, das kleine goldene Ching-Ding war? Oh ja, bitte verrat es uns. Was war das kleine goldene Ching-Ding? Nun denn, das kleine goldene Ching-Ding war eine wundervolle Drehpyramide aus gewalztem Blech. Circa 24 Zentimeter hoch und auf dem Bodenblech 4x4 Blechzungen für 4 Kerzen. In der Mitte ein gewalzter Weihnachtsbaum, aus dessen Krone ein Metallstab ragte, auf dem ein Drehflügelrad exakt ausbalanciert ruhte. Unter dem Drehflügelrad hingen 2 goldene Metallstäbchen, 2 Klöppel, und neben dem unteren Ende der Stäbchen waren 2 goldene Glöckchen. Aber noch ruhte das Flügelrad. Es ruhte so lange, bis es durch die aufsteigende Wärme der Herzen, der Kerzen zum Drehen motiviert wurde. Und da, wie auf ein Signal hin, beendete Heinche sein letztes Lied. Alles war wundervoll ruhig, wundervoll still. Kannst du diese Stille auch hören oder spüren? Wie viel wundervolle Geräusche, wie viel wundervolle Musik in dieser Stille verborgen liegen. Hör ihr einfach zu, der Stille. Jetzt war der Augenblick gekommen, in dem das goldene Ching-Ding, das magische goldene Ching-Ding, seine Magie entfaltete. Die Zeit stand still. Ich hörte das Klicken des Schallplattenarms, das Ticken der Wanduhr, meinen Atem und mein vor Aufregung schlagendes Herz. Wie in Zeitlupe machte sich meine Hand auf den Weg zur Streichholzschachtel. Ja, Karate Do, Do der Weg, die bewusste Handlung, Achtsamkeit, der gelebte Augenblick, alles war schon immer da, auch damals. Dann aus der völligen Ruhe das Ratschen des Schwefelkopfes an der Streichholzschachtel. Kleine Funken sprühten aus dem Nichts, dann eine vertraut duftende Streichholzwolke
und das Streichholzlicht erstrahlte in meiner Hand. Ich streckte meinen Arm und entzündete die erste Kerze. So schaute ich mit großen Augen voller freudiger Erwartung auf die Kerze und auf das ruhende Flügelrad. Erst brannte nur der obere Docht, dann der untere. Die Kerze leuchtete langsam immer heller. Ich hielt es vor Spannung kaum aus. Schnell und langsam zugleich, um die Kerze nicht zu verlöschen, sprang ich auf und schaltete die Schallplatte erneut an. Da, ganz langsam, fing der Propeller an, sich zu drehen. Ganz langsam drehte er sich und drehte sich, aber eine Kerze war oft nicht genug, um die Fliehkräfte zu aktivieren, damit die Klöppel auch die Glöckchen erreichen konnten. So hingen die Klöppel senkrecht und berührten die Glöckchen nicht. Oh nein, würde eine Kerze ausreichen, um das Tsching-Ding zum Leben zu erwecken? Aber heute schon heimlich eine zweite Kerze zu entzünden? Nein, das war nicht vorgesehen. Zum einen, da hatte man ja gar keine Kerze mehr übrig, wenn der vierte Advent kam. Und dann? Und zum anderen, es war halt noch nicht der zweite Advent. Ich musste noch warten und jetzt war nur eine Kerze dran. Aber da, seht, als der erhitzte Kerzenwachsdampf in der Flamme verdampfte, da brannte die Kerze richtig froh. Und ihr Licht strahlte. Und da erklang es. Tsching, 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 tsching. Die Kerze und meine Augen erstrahlten um die Wette. Ich wusste, das wird nicht lange andauern, weil eine Kerze ist auf Dauer nicht genug. Und wenn die Kerze erst einmal 1 Zentimeter runtergebrannt ist, dann war ihre Hitze nicht mehr stark genug. Aber diese Minuten, tsching, 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 waren wunderschön. Ihre Schönheit wurde durch ihre Vergänglichkeit sehr bedeutungsvoll. So wurde unser Wohnzimmer vom leeren Raum der Stille zum strahlenden Raum der Weihnachts- und Lebensfreude. Heinche und ich sangen voller Freude zum magischen Glockenklang des goldenen Tsching-Ding. Und das Tsching wurde immer leiser, und als es nicht mehr zu hören war, da sang ich umso lauter, hemmungslos, mit tiefer, tiefer Freude. Seitdem weiß ich, was süßer die Glöckchen nie tschingen wirklich bedeutet. Ja, was und wie viel ist wirklich nötig, damit Freude, Zufriedenheit und die Weihnachtszeit in uns
erklingen. Danke, Weihnachten, danke, Heintje, danke, goldenes Tsching Ding, und danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine wundervolle, bewusste Weihnachtszeit. Euer Michael. Tsching, tsching, tsching.